Die Softwarearchitektur ist im Bereich der Softwareentwicklung ein sehr, sehr beliebtes Thema, aber gleichzeitig auch unfassbar schwer zu erlernen. Eigentlich möchte jeder Softwareentwickler früher oder später mehr Wissen über Strukturierung, über Softwarearchitektur erlernen. Manche wollen sogar den Weg einschlagen Richtung Softwarearchitekt oder Richtung Systemarchitekt. Wenn man sich jetzt diesem Thema annähern möchte, kann man das auf viele Arten machen. Mit Videos wie diesem hier, mit Blog-Einträgen, mit Konferenzvorträgen. Aber man bekommt immer nur kleine Facetten wiedergegeben und eben nicht das große Ganze. Und dieses große Ganze Verständnis benötige ich, wenn ich im Bereich der Softwarearchitektur wirklich gut werden möchte. Deswegen bietet sich da nach wie vor heute immer noch die Möglichkeit, diese Fähigkeit zu erlernen, mit Hilfe von Büchern, die dieses Thema einmal von Anfang bis Ende behandeln. Diese Bücher da draußen sind wirklich sehr, sehr zahlreich. Ich habe vor 3-4 Monaten meine Masterarbeit geschrieben und während dieser Masterarbeit musste ich natürlich, um zitierfähige Quellen zu haben, viele Bücher lesen und habe in diesem Zusammenhang 16 Bücher gelesen im Bereich der Softwarearchitektur. Und ich möchte euch heute mal die besten, was sind das denn jetzt hier? 5 Printausgaben und eine habe ich nur digital von diesen Büchern einmal mit euch durchgehen. Euch sagen, welches Buch ich hier wem empfehlen würde, also welches einem Softwarearchitekten, welches einem Entwickler, welches einem Einsteiger, welches einem Fortgeschrittenen, weil für jeden ist was dabei und diese Bücher sind auch wirklich sehr, sehr gut. Alle Bücher, die ich euch hier vorstelle, habe ich natürlich selber gekauft. Die sind mir also nicht zur Verfügung gestellt worden. Das ist also 100% meine Meinung. Zu all diesen Büchern, die ich heute vorstellen werde, gibt es entsprechende Links unten in der Videobeschreibung, worüber ihr die Bücher bestellen könnt. Das sind natürlich Affiliate-Links von Amazon. Wie ihr wisst, spenden wir am Ende des Jahres alle Einnahmen, die in diesem Kanal generiert werden, sei es über Werbung oder über diese Bücher, für einen guten Zweck, also vielleicht wieder für ein Kinderheim, wie im letzten Jahr, gucken wir mal. Deswegen wäre es schön, wenn ihr einzelne Bücher kaufen wollt, wenn ihr das über den entsprechenden Videolink machen könntet. Das erste Buch, was wir uns anschauen, ist das Buch Effektive Softwarearchitekturen von Gernot Starke, ein praktischer Leitfaden. Wir haben ja Gernot schon hier im Rahmen der Developers Daily gehabt und haben mit Gernot über das Thema Architekturen diskutiert. Von daher kennt ihr Gernot vielleicht schon von Konferenzen oder aus Artikeln, ist ein sehr, sehr guter und vor allen Dingen sehr weiser Architekt, der auch sehr gut Wissen vermitteln kann. Und das merkt man zweifelsohne auch in dem Buch hier. Also das Buch ist sehr, sehr gut strukturiert. Es ist sehr angenehm zu lesen. Es sind viele Beispiele dabei, vor allen Dingen viele Beispiele, die aus dem täglichen Leben kommen, die dann auf die Softwarearchitektur projiziert werden. Und es ist wirklich ein gutes Werk, um sich in die Softwarearchitektur einzuarbeiten. Für Fortgeschritten. Wenn ich jetzt ein Einsteiger bin, der sich eher von der Quellcode-Basis her nähert, also aus der Erfahrung eines Softwareentwicklers, dann finde ich dieses Buch eher schwierig zu verstehen, weil es in der Softwarearchitektur an ganz, ganz vielen Stellen auf abstrakten Konzepten aufbaut und die dann weiterführt. Für jemanden, der schon Erfahrung in der Softwarearchitektur hat und sich jetzt das Wissen wirklich komplett geben will und sich da komplett einarbeiten will, wirklich ganz tolles Buch, aber für Einsteiger eher nicht so gut geeignet. Das nächste Buch, was ich leider nicht als Printvariante habe hier, sondern nur auf meinem Kindle, dann kannst du trotzdem lesen, das ist die langlebige Softwarearchitekturen von ebenfalls Dr. Carola Lilienthal. Auch Carola haben wir hier in mehreren Dailies gehabt und auch die kennt ihr sicherlich von Konferenzen oder irgendwelchen Beiträgen. Auf jeden Fall eine sehr großartige Architektin, ohne jede Frage, und auch das Buch ist extrem gut. Gernot geht da mehr so auf die Theorie dahinter ein und bei Carola geht es darum, wie man langlebige Softwarearchitekturen aufbaut. Das heißt, man sollte bei dem Buch schon ein gewisses Vorwissen haben in dem Buch. Es wird also nicht alles haarklar erklärt, wobei sie einen versucht, bei jedem Thema abzuholen. Aber es sind ganz, ganz viele unglaublich spannende Aspekte darin, wie Architekturen analysiert werden. Ihr wisst vielleicht noch aus den Dailies um meine und Carolas gemeinsame Begeisterung für das Thema Namensmuster. Auch solche Dinge sind hier drin. Also um das Thema Softwarearchitekturen komplett zu lernen, ist es nicht unbedingt das beste Buch, weil es wie gesagt schon einiges an Vorwissen voraussetzt. Aber es gibt einfach unglaublich viele spannende und interessante Aspekte in diesem Buch und deswegen finde ich das extrem gut. Es ist auf Deutsch geschrieben, es ist sehr, sehr gut lesbar geschrieben, sehr gut strukturiert, aber auch hier geht es mehr, das ist so Zusatzwissen, würde ich sagen. Wenn ihr schon im Bereich Architektur einiges drauf habt, ein bisschen was gemacht habt, dann bekommt ihr hier unglaublich viele spannende, interessante und tolle Einblicke, aber auch da wieder, wenn es jetzt um modernere Architektur oder Grundlagen geht, ist leider auch das Buch nicht so besonders gut geeignet, vor allen Dingen für Einsteiger nicht. Danach kommen wir zu unserem ersten englischen Buch, und zwar zu Clean Architecture von Robert C. Martin. Robert C. Martin war vorher natürlich schon bekannt, aber hat natürlich seine sehr weite Bekanntheit bekommen durch das Buch Clean Code. Ist wahrscheinlich bis heute eins der meistgelesensten Bücher im Bereich der professionellen Softwareentwicklung. Es war auch zweifelsohne zur Anfangszeit ein sehr gutes Buch. Heute ist es ein bisschen überholt. Und dann irgendwann 2018 ist das Buch Clean Architecture rausgekommen. Und wir haben ja eben gesagt, dass, oder ihr wisst aus der Erfahrung, also aus meinen Videos heraus, ich mache immer eine Unterscheidung in Systemarchitekturen, also Microservices, SOA, N-Tier, Serverless, also Function as a Service, was quasi die grobe Strukturierung vorgibt. Dann habe ich nochmal eine Architektur in einem Monolithen oder in einem Dienst. Das nenne ich dann Softwarearchitektur. Und dieses Buch von Robert C. Martin richtet sich eher an Entwickler, also jemand, der Architektur lernen möchte,
Ausrichtung des Entwicklers. Das heißt, sie wird aus dem Code heraus wird entwickelt, wie man eine strukturierte Softwarearchitektur aufbaut. Auch hier geht es nicht um Microservices, so oder sonst irgendetwas, sondern als Entwickler bekomme ich Schritt für Schritt das Handwerkszeug an die Hand, was ich benötige, um wirklich mich mit dem Thema Softwarearchitekturen zu beschäftigen. Was ich bei diesem Buch leider nicht so besonders gut finde, ist, dass es viele Probleme aufzeigt, dann Lösungen vorschlägt oder diese Lösungen skizziert, aber das Ganze nicht zu Ende denkt. Das heißt, ich als Leser habe immer wieder die Transferleistung zu erbringen, das Ganze von diesem Lösungsvorschlag in ein konkretes Beispiel zu überführen. Und das ist leider bei diesem Buch, finde ich, überhaupt nicht gut gelungen. Also Clean Code war extrem gut. Bei Clean Architecture hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er auf diesem Hype, der um seine Clean irgendetwas Bücher gemacht wurde, dieses Architecture-Buch noch oben drauf gesetzt hat. Es sind viele gute Dinge drin, es sind vor allen Dingen viele gute Grundlagenkonzepte da drin, aber alles, was so in die weiterführende Dinge geht, finde ich zu abstrakt beschrieben und finde ich so, dass es nicht einfach umsetzbar ist im Quellcode. Von daher, als Entwickler, wenn ihr einsteigen wollt, könnt ihr das gerne lesen. Es ist noch nicht so umfangreich. Ich glaube, 380 Seiten hat das oder 350. Man kann das ganz gut lesen, aber ihr werdet nachher noch ein paar andere Bücher brauchen, um das Ganze wirklich vollumfänglich zu lernen. Das nächste Buch ist ein Sonderfall. Das ist das Buch Designing Software Architectures, A Practical Approach von Huberto Cervantes, wie auch immer, und Rick Kessman. Das ist ein unfassbar schwierig zu lesendes Buch. Wirklich, das ist nur für diejenigen, die schon mit Softwarearchitektur einiges an Erfahrung gesammelt haben und in einem bestimmten Bereich gut werden wollen, nämlich im sogenannten Design- oder Entwurfsprozess. Es gibt ein Verfahren, das sogenannte Attribute-Driven Design. Das ist eine Möglichkeit, aus den Anforderungen sogenannter Architekturtreiber abzuleiten. Anhand von diesen Architekturtreibern sind Architekturanforderungen dann in einem iterativen Entwurfsprozess, Attribute-Driven Design, eine Softwarearchitektur zu entwickeln. Und der Humberto Cervantes und Rick Kessman haben quasi bei diesem Attribute-Driven Design maßgeblich mitgearbeitet. Und genau darum geht es in diesem Buch. Es geht also darum, wie ich aus Anforderungen, Architekturanforderungen ermittle, wie ich die ableite, wie so ein Entwurfsprozess aussieht, wie der iterativ aussieht, wie man dann diese Architekturen bewerten kann und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr schon mehr Erfahrung habt und jetzt wissen wollt, wie macht man es richtig, wie entwirft man Schritt für Schritt so eine Architektur, was gibt es für Architekturtreiber, wie ermittle ich die, dann ist das hier ein sensationell geniales Buch, aber leider furchtbar zu lesen. Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist nicht besonders umfangreich, aber es ist, glaube ich, das Buch, was ich am längsten gelesen habe, weil es auch von der Struktur her nicht besonders gut ist. 270 Seiten hat es insgesamt. Das heißt, die Struktur ist extrem gewöhnungsbedürftig. Es ist mühselig, die Informationen daraus zu sammeln und was ich bei den anderen englischen Büchern alles nicht hatte, der Schreibstil hierbei ist einfach unglaublich schwierig zu lesen für einen nicht nativ englisch sprechenden Menschen. Und ich habe mich hier sehr schwer getan. Ihr seht, glaube ich, das sind die meisten Post-its, die ich alleine in den ersten Kapiteln hatte. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist unglaublich gut zu sehen, wie man strukturell an so etwas rangehen kann, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Architekten da draußen ermitteln die Architekturanforderungen meistens irgendwie ein bisschen so nach Gefühl und dann ist es meistens so eine Daumenentscheidung, welche Architektur ich jetzt hier nehme und welche nicht. Und hier wird wirklich mal extrem gut erklärt, was so eine Architektur ist, wie die entsteht, wo die herkommt, was dort für verschiedene Techniken und Praktiken reingehen. Also wirklich ein unglaublich gutes Buch. Deswegen, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, das hier solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Dann kommen wir zu meinem ersten Highlight beziehungsweise noch zwei Büchern. Das ist das erste Highlight-Buch am Ende. Und zwar ist es das Buch Design It. From Programmer to Software Architect von Michael Keeling. Erstmal der Untertitel From Programmer to Software Architect ist einfach vollkommen falsch. Kann man nicht anders sagen. Also das Buch richtet sich nicht an Leute, die von Programmierung Richtung Software Architektur gehen wollen. Wie gesagt, da würde ich euch Clean Code empfehlen. Sondern das Buch hier würde ich jedem empfehlen, der schon ein bisschen mit Software Architektur gearbeitet hat. Der vielleicht schon Software Architektur entworfen hat. Der Software Architekturen zu verantworten hat, vielleicht auch eine Systemarchitektur, weil das Buch ist echt geil. Hier sind quasi, am Anfang ist so ein bisschen Theoriegeraffel, da werden Sachen erklärt, unter anderem auch aus diesem Designing Software Architecture Buch wird dann eine Menge raus zitiert und die Kapitel aufbereitet, ist sehr, sehr gut. Und das ist quasi Part 1, Introducing Software Architecture, da kommt man so die Grundlagenbegrifflichkeiten erklärt, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also wie gesagt, nichts für Einsteiger. Und dann irgendwann geht es dann über, dass wir Design Fundamentals uns anschauen, also nicht nur, was sind Architekturen, was sind Design Patterns, sondern was sind Stakeholder, wie kommuniziert man mit Stakeholder, welche Möglichkeiten gibt es, darauf muss ich bei der Kommunikation achten. Also ein Buch eigentlich, um jeden Software-Architekten besser zu machen und was Design Thinking ist und so weiter, aber alles nur Kindergarten. Und dann kommen Part 3, die Architectures Toolbox. Architectures Toolbox sind quasi verschiedene Techniken, Soft Skills, die ein Software-Architekt haben sollte. Zum Beispiel Activities to Understand the Problem.
sind dann quasi 10 Aktivitäten, also 10 Techniken erklärt, die ein Architekt drauf haben sollte, um das Problem, die Problemdomäne zu verstehen. Oder Activities to explore potential solutions, also wie ich zur Lösungsfindung komme. Activities to make the design tangible, evaluate design options. Und das insgesamt sind 38 Activities hier dran. Ich zeige mal einmal kurz hier, ne? Das, was wir mal hier sehen. Wirklich richtig, richtig gut. Ich habe die Sachen durchgelesen. Viele Sachen davon habe ich immer implizit gemacht, ohne dass es mir bewusst war, dass das irgendwie eine Technik ist oder einen Namen hat. Aber hier werden die alle erklärt. Also wenn ihr schon Architekturen zu verantworten habt, wenn ihr schon Architektur seid, wirklich ein richtig gutes Buch. Design It from Programmer to Software Architect ist einfach schlichtweg gelogen. Aber für einen Architekten ist das wirklich eine richtige Goldgrube. Vor allen Dingen, wenn ich immer wieder in der Praxis bestimmte Probleme habe, wenn ich mit Stakeholdern kommuniziere zum Beispiel oder die Architektur zum Team zu kommunizieren, sind hier super hilfreiche Tipps drin. Das ist kein langes Buch mal wieder, sondern wir sind hier bei, was haben wir? Ich weiß gar nicht, 300 Seiten ungefähr, aber wirklich absolut lesenswert. Deswegen, das würde ich mir an eurer Stelle schon mal antun. Last but not least, das letzte Buch. Und das ist einer der Bücher, wo ich sagen muss, das ist ein Buch, was ich gerne schon gehabt hätte, als ich mit der ganzen Sache mit der Softwarearchitektur angefangen habe vor 20 Jahren. Ich habe mir das Buch bestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es irgendwie unten angezeigt wurde unter Kunden, die dieses Buch kauften, kauften auch. Da habe ich gedacht, komm, probier es einfach mal. Du kennst auch den Verlag nicht, da kannst du ein bisschen gucken. Hatte überhaupt nicht gelesen, wie dick es war. Aber schon mal, ohne das Buch zu verraten, es ist so dick. Es hat schon ordentlich was auf dem Kasten. Wie viel haben wir denn hier? 600 Seiten, also ist schon wirklich ein umfangreiches Buch. Das Ganze hat den Namen Software Architects Handbook. Also das Handbuch des Softwarearchitekten. Und ja, genau das ist es. Beziehungsweise ist nicht nur das Handbuch von einem Architekten, sondern das Handbuch von jedem Softwareentwickler und der gleichzeitig auch noch Architekt werden möchte. Das heißt, hier ist so unfassbar viel Wissen drin. Hier ist so unfassbar viel an Vorgehen drin, an Architekturen drin, an Design-Patterns drin, an Taktiken drin, die man in der Softwareentwicklung nutzen kann. Wirklich angefangen von den einfachsten Dingen erklärt, über Qualitätsattribute, über Designmuster, wie man schneidet, wie man koppelt, was Kohäsion und Kopplung ist, welche Architekturform es gibt. Dann wird SOA erklärt, dann werden Microservice erklärt, dann wird NT-Archi erklärt, was wofür ist, was welche Vorteile hat. Sensationell. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Sachen davon. Wirklich jedes Kapitel von diesem Buch hat unglaublich Spaß gemacht zu lesen und ich habe wirklich schon eine ganze Menge Erfahrung in dem Bereich. Wirklich, das ist ein Buch, wo ich mir quasi vor 10 Jahren hätte unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Mühe sparen können, wenn ich das Buch früher gehabt hätte. Das Ganze ist übrigens von Joseph Ngeno. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch wirklich nur ganz, ganz dringend ans Herz legen, das Buch hier zu lesen. Sowohl als Einsteiger, der vom Quellcode kommt, seid ihr hier sehr gut aufgehoben, als auch als Fortgeschrittener seid ihr ebenfalls noch gut aufgehoben. Da lernt ihr auch eine ganze Menge. Und auch wenn ihr schon Profi-Architekt seid, werdet ihr hier auch immer noch jede Menge an nützlichen Dingen finden. Ihr merkt, meine Begeisterung für dieses Buch ist wirklich unglaublich. Es ist ein englisches Buch. Es ist sehr einfach geschrieben. Das heißt, auch ich als nicht nativ englisch sprechende Person kann da sehr gut drin lesen. Aber das Buch hat leider einen ganz, ganz gravierenden Nachteil und das ist die Strukturierung davon. Die Strukturierung ist gut, ohne jede Frage. Es ist sehr, sehr sauber aufgebaut und sehr gut gemacht. Aber ich zeige jetzt einfach mal diese Seite. Hier geht es um MVC. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und zwar ist das Problem, dass wir keine Kapitelnummern dabei haben. Ich bin jemand, der beim Lernen sehr, sehr stark strukturiert denken muss. Ich muss jetzt wissen, okay, das ist das Unterkapitel dazu, das gehört dann noch dahin, das ist ein Unterthema zu dem und das gibt es hier einfach nicht. Das Ganze liest sich mehr oder weniger wie eine lange flache Liste mit H1-Überschriften, wenn ihr es in HTML ausdrücken wollt. Und das nimmt so unglaublich viel von diesem super geilen Buch weg, das ist wirklich extrem schade und das ist auch mein größter Kritikpunkt davon. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das ist mit einer der einzigen. Was euch hierbei klar sein muss, in diesem Buch ist wirklich unglaublich viel Wissen drin, über Anforderungen, was ist Softwarearchitektur, was sind die Standards, Softwarearchitektur in der Organisation, Software Quality Attributes, also Qualitätsattribute, wie man Softwarearchitekturen designt, dann wie man Softwarearchitekturen verifiziert, dann was es für Entwicklungsprinzipien und Principles gibt, was es für Architekturpattern gibt, was es für moderne Architekturansätze in der Softwarearchitektur gibt, was Cross-Cutting-Konzerne sind, was Security ist und so weiter. Also ich könnte immer so weitermachen, wie man Softwarearchitektur dokumentiert. Super gut, super grandios gemacht, aber es ist wirklich extrem viel. Wenn man das hätte ausführlich schreiben wollen, hätte man 2.000-3.000 Seiten gebraucht. Das heißt, wenn ihr das hier durchlest, bekommt ihr immer einen sehr, sehr guten ersten Eindruck von diesem Thema. Wirklich sehr gut, auch mit vielen Praxisbeispielen, aber es ist meistens nicht besonders tiefgehend bei den Themen. Dessen müsst ihr euch auch bewusst sein. Und deswegen würde ich an eurer Stelle mir das Buch auf jeden Fall holen und gucken, welche Bereiche für euch interessant sind, welche für euch spannend sind und auf Basis dessen dann sagen,
sagen, wenn ihr sehr stark an der Strukturierung zum Beispiel interessiert seid und an der Entwurf von Strukturen erkennen wollt, wie die entstehen, wie man die auslegt, dann geht zu dem Buch was von Gernot zum Beispiel, was ihr machen wollt. Wenn ihr merkt, dass ihr langfristig in die Qualitätsrichtung gehen wollt, also langfristig Softwarearchitektur nachhaltig aufbauen, die lange betreuen, dann ist das Buch von Carola was für euch. Wenn ihr, keine Ahnung, mehr so in der Kommunikation tätig sein wollt, wo ihr viel arbeitet, viel Architekturen kommuniziert oder Sachen aufnehmt, dann ist dieses Designit mit diesem Toolbox wirklich extrem gut. Und wenn ihr euch aus der Softwareentwicklungsseite nähern wollt, wie gesagt, Clean Architecture ist ein Anfang, wo man machen kann. Ich würde fast sagen, dieses Software Architecture Handbook sollte jeder von euch da draußen in seiner Schublade haben, weil da sind wirklich unglaublich viele wichtige, tolle Sachen drin. Und sogar ich habe da mit meiner Erfahrung wirklich eine ganze Menge gelernt. Das war's mit dieser Zusammenfassung. Also die Bücher kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr sie bestellen wollt, würdet ihr unserem Spendenprojekt am Ende des Jahres helfen, wenn ihr es über die Links da unten macht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit, bis zum nächsten Mal und ciao.